Schloss knacken wir da. Stufe 4. Na, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Aha. Also Stufe 4 Schloss kriegen wir hin mit dem Scheiß. Oh, guck mal hier. Morphiumfläschchen. Perfekt. Santa Monica Klinik. Patienten. Oh, Passwort. Mein Passwort. Okay, warte mal. Passwörter lassen sich rausfinden. Warte mal, ich speichere erstmal kurz. So. Administration. Jemand drin? Nein. Jemand drin? Okay. Gucken wir uns das mal an. Ist auch nichts, ne? Kriegen wir nichts auf. Okay. Gut. Personal. Verfügbare Befehle. Latulenz F. Vertrauliche Information. Fred Latulenz ist ein loyaler, hart arbeitender Angestellter. Er leidet unter starken Problemen im Verdauungssystem. Aha. Dies führt leider zu einer gesteigerten Gasentwicklung, deren Ausmaß sich auch vor allem geruchlich verdeutlicht. Wir sollten wirklich etwas dagegen unternehmen, okay? Jones. Doktor. Dr. Jones sieht so alt aus, als hätte er schon die Kreuzzüge miterlebt. Was sind das denn für unprofessionelle Notizen? St. Martin M. Oh. St. Punkt. Martin, Komma, M. Malcolm St. Martin ist der leitende Arzt auf der Nachtschicht. Okay, das war er bestimmt dann. Robert. Die. Er hat noch keinen Patienten verloren. Niemand ist so erfolgreich wie Dr. Roberts. Okay. Thornton. Oh, was, Alter? Thornton. Oh, ich kann nicht schreiben. Thornton, okay. Diverse Klagen wegen Amtsmissbrauchs anhängig. Unnötige Gynäkologie. Empfehle Kündigung. Unnötige Gynäkologie, okay. E-Mail. Passwort. Benutzen Sie Hacken. Oh, Passwort korrekt. Brauch Hilfe. Hey Danny, ich könnte hier unten etwas Hilfe brauchen. Kannst du mir von oben von den Betäubungsmitteln Morphin... Kannst du mir von oben... Nein, ich kann nicht lesen. Kannst du mir oben von den Betäubungsmitteln Morphin holen? Bin gerade echt im Stress. Danke, Elfdog. Okay. Oh, ich habe vorhin gar nicht... Warte mal, ich habe gar nicht... Dings. Hier, Betreff war... Brauch Hilfe von Fred Dingo. Fred Dingo, okay. Betreff... Antwort, ja, Mama. Von Fred Dingo. Nein, das ist nicht zum persönlichen Gebrauch, du Idiot. Ich wusste gar nicht, dass die keins mehr haben. Vielleicht kriegst du was bei Malcolm im Büro. PS, deine Mutter trägt Kampfstiefel. F-Dog. Antwort, Amnesie von Fred Dingo. Scheiße, das war hart. Aber ich klopfe auf jeden Fall an, bevor ich reingehe. Nicht, dass ich ihn noch mitten in einer Unterleibsuntersuchung störe. Ach so, und sag deiner Mom, sie soll mich nicht mehr anrufen. F-Dog. Okay. Okay, dann gehen wir mal raus. Personal, das hatten wir schon, ne? Ja, das hatten wir schon alles. Okay. Also haben wir einen Typen, der unnötige Unterleibsuntersuchungen macht. Wir wissen die Namen. Und warte mal, hier können wir hier vielleicht hacken. Gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass wir hacken können, rein theoretisch. So, warte mal. Patienten. Okay, hier kurz. Gut.
H. Poe. Diagnose: Organruptur, Schnittwunden, innere Blutung, Zustand kritisch. Ist das die, die wir jetzt hatten? Kilpatrick. Diagnose: schwere Tinea-Infektion in Verbindung mit unbehandelten Herpes simplex Typ 2. Ist ja ekelhaft. Okay, D. Marsh. Diagnose: wiederholte Sexlexie-Anfälle. Mhm. M. Barber. Diagnose: chronische Marbo. Was? Marboperitis? Unheilbar. Okay, was auch immer das alles sein soll. E-Mail. Nochmal, Passwort. Panacea. Okay. Heute. Betreff heute von pbennis@smmcmail.vtm. Malcolm, du hast du heute Abend Zeit? Vielleicht könntest du nach deiner Schicht auf den Sprung vorbeikommen. Sie machen doch noch Hausbesuche, Herr Doktor, oder? Ich habe was, was du mal auf Herz und Nieren prüfen solltest, untersuchen solltest. Paige. Okay. Hat Malcolm eine Affäre mit Paige? Antwort. Sie hat was gerochen von pennis@smmcmail. Ja, du wisst schon. Muss ich echt zweimal fragen? Wir müssen nicht, wenn du nicht willst. Aber ich brauche wirklich ein Studienobjekt für meinen Anatomietest, ja? Auch Paige. Antwort auf, sie hat was gerochen. Wir sehen uns gegen 5, oder? Ich bin echt happy, dass du vorbeikommst. Wenn ich dir meine Dankbarkeit zeigen soll, du musst nur fragen. Paige, okay. Die schmeißt sich an ihn ran. Ich weiß gar nicht. Also, die sind scheinbar nicht zusammen. Für den Heimweg von trina@sol.vtm. Malcolm, meinst du, du kriegst nächste Woche einen Tag frei? Meine Mutter kommt am Donnerstag in die Stadt. Ich habe eine neue Matratze und ein paar Vorhänge für das Gästezimmer besorgt. Und kannst du wohl auf dem Heimweg ein paar Donuts und Orangensaft zum Frühstück mitbringen? Okay, dann ist Trina seine Frau scheinbar und Paige seine Ische. Okay. Okay, okay, okay. Okay, da kommen wir nicht rein. Reden wir doch mal mit Malcolm. Vielleicht können wir uns ja was besorgen. Get a crash card in here. I told you, I will get to you when I can. Ja? Please take a seat. Sind Sie Malcolm? Weiß Ihre Frau von Ihrer Affäre? Get out of here. Can't you see I'm with a patient? Dann ist Ihnen wohl egal, wenn Ihre Frau das erfährt. Scheidungen sind teuer, ich will doch nur ein paar Scheinchen. You trying to blackmail me? Mhm. You don't know who my wife is. She wouldn't believe you. Now get out. Gut, dann kann ich ja die Mail von Paige an trina@sol.vtm weiterleiten. Wait now. What do you want? $75, komm schon. But I'm in the middle of something. I'll have to drop it off later. Now never speak to me about that again. Okay, stecken Sie es in Briefkasten Nummer 508 Dock, das Gebäude über dem Pfandleiher. If I could only risk for a second. Ja, Bruder, dann keine Affären, ne? Das hättest du dir... Getting no response. What the fuck? Was ist das? Was ist das? How are his vitals? Ja, scheinbar scheiße. Du hast hier doch noch nicht mal einen Monitor, der das überprüft. Der liegt doch einfach nur tot da rum. Keiner kümmert sich. What time is it? Ja, das willst du wissen, ne? Schnell wieder abhauen. Mit Page-Bumsen. Ja, ich würde mal sagen, das hat gut geklappt diesmal. Diesmal. So, ich würde sagen, wir speichern. Ich möchte aber trotzdem nochmal hochgehen und versuchen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das funktioniert oder nicht. Hier ist die Polizei. So. Das kann man verschieben. Komm ich da rein? Oder das ist nicht einfach. Hallo, lass mich doch mal da rein. Danke. Oh Gott, das war schwierig.
ist das? Eine Kamera. Geht's runter eine Etage? Okay, SMK, Sicherheitskonsole, Gesundheit und Sicherheit, zentraler Informationsservice. BM-Tür, was ist denn das? BM-Tür. Was? Begabung zu niedrig für Hackversuch bei Schwierigkeit 4. Warte. Okay, das funktioniert nicht. Das scheint nicht gehen. Und BM-Schrank? Auch nicht, ne? Okay. Dann muss ich da wohl... Okay, Schlagstufe 2. Ja, das ist jetzt scheiße. Wir haben noch Blutkonserven. Benutzen. Aber wir müssen mehr benutzen. Benutzen. Oder... Hier los. Uff. Okay. So. Ja, wir haben verkackt. Warte mal, laden. Okay, ist ja nicht schlimm. Wir hätten da ja sowieso nicht viel machen können. Scheinbar sind ja unsere Fähigkeiten noch zu gering. Das heißt also, wir müssen gar nicht hoch. Das lassen wir auch. Und wir haben jetzt auch das Schmerzmittel für Mercurio. Was ich ausprobieren will, ist jetzt hier unten noch. Oh, kann man da einfach so ran? Oder ist das auch wieder verboten? Was ist das denn? Angestellter des Monats. Okay. Okay, da kann man einbrechen, aber... You next up for the needle? Hm? Your donation could save a life, you know. Ja, weiß ich. Ist schon passiert. But isn't it a little late for altruism? I don't think you're here to give blood at all. I don't buy it, Jack. I bet you're here to take blood. Am I right? Hm, hast du denn welches? Right down to business. None of this pretend I don't drink blood shit. Very refreshing to find a decisive customer. Mm. I respect that. So, what'll it be? Wie viel? If you have to ask. Zeig mal, was los. Okay, Blutkonserve, 99. Was? Aristokratenblutkonserve. Diese Blutkonserve enthält das blaue Blut der oberen Gesellschaft. Sie frischt verlorene Blutpunkte wieder auf. Und das hier eine Blutkonserve, wie sie für Transfusionen und Krankenhäusern verwendet wird. Frisch verlorene Blutpunkte wieder auf. Okay, können wir jetzt nicht gebrauchen gerade. Ich frage mich, ob man da auch einbrechen kann. Rein theoretisch. Drei. Entschuldigung. Ich musste auch mal meine Blutpunkte auffrischen. Aber machen wir das mal. Überall das gleiche Röntgenbild. Ja, hier ist nichts Besonderes. Quasi ein Ruheraum. Kühlschränke.
schaffen wir nicht. Schade. Schade, hätte ja klappen können. Ja gut, keine Ahnung. Okay. Geht denn hier ab? Warum haben die... Achso, das ist vom ganzen Krankenhaus die Waschküche, ne? Da komme ich nicht rein. Das? Oh, Entschuldigung. Hier irgendwas, also das ist hier, das geht in die Kühlschränke, ne? Na komm. Ist doch nichts Interessantes drin. Ja, gut, da gehen wir jetzt nicht raus. Das ist eigentlich quasi die andere Tür. Brauchen wir nicht. Das ist schon okay, wenn wir das so machen. Das. So. Gut, dann gehen wir mal schnell zu Mercurio. Eine hohe Begabung einschüchtern gibt ihnen zusätzliche Dialogoptionen. Diese erscheinen grün. Manche Charaktere sind leichter einzuschüchtern als andere. Okay, dann das Rosa war gerade unsere Verführung quasi wahrscheinlich. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das ist das rote Licht. Mercurio! Vampire sind naturgemäß Stadtbewohner. Ach nee, das hatten wir schon. Genügend Kontakte. Ja gut, da haben wir... Egal. Mercurio. Oh verdammt, bist du jetzt etwa gestorben? Ich hab dir Morphium mitgebracht. Stillhalten. Oh, holy Christ, I needed that. Hoffentlich hat das geholfen. Gern geschehen. Ich komme wieder, wenn ich das Astrolit habe. Tschüss. Wir bekommen die ganze Zeit Menschlichkeit. Okay. Oh, und Erfahrung. Okay, schön, schön, schön. Na gut. Viele Faktoren bestimmen im Kampf ihre Verteidigung. Geistesschärfe, Ausweichen oder Widerstandsfähigkeit zu steigern, senken den Kampf, die erlittenen Schaden. Kleidung und Körperpanzer tragen ebenfalls dazu bei. Okay, Oh, nein, nein, nein. Ich will das gar nicht. Schwierigkeitsstufe 10. Und das ist schon ein bisschen viel, ne? Warte mal, ich will erstmal woanders gucken. Was ist das hier? Da kann man nicht rein, okay. Warte mal, das ist jetzt weg, ne? Ah, hier. Mercurios qualvolles Dasein. Sie haben Mercurio mit Morphium vollgepumpt und seine Schmerzen gelindert, okay. Gut, haben ihn auf jeden Fall gerettet, was die Schmerzen angeht. Megahertz Computing, alles klar. Alter, das ist groß hier, ne? Boxy Boxes. Da komme ich rein. Ups, the hops, bro. Ist irgendwas Besonderes? Wer ist das? There is no mercy for the deviant. Aha. Kann man mit dir reden? Ey, du erinnerst mich so hart an einen Typen. Als ich... Nein, das sage ich jetzt nicht, ey. Dann fühlt sich vielleicht noch jemand beleidigt. Okay. Was haben die alle mit ihren Krabben gemacht? Patrick's A and B.
Ja, aber Kilpatrick, war der nicht im Krankenhaus? Oh. Omi. Was ist das? Leichsam tödlich ist was, ja. Die Begabungen Verteidigung und Absorption. Schlagschaden bestimmen ihre Verteidigung gegen Kuhn. Zusätzlich für Deda ihre. Okay. Ich glaube nicht, dass er im Krankenhaus ist. Mhm. Alter, du frisst dich aber ganz schön voll, Digga. Welcome to Kilpatrick 24-Hour Bail Bonds. Ach, das ist das. Kilpatrick. How can I help you? Da haben wir die Werbe-E-Mail bekommen. Sie betreiben den Laden hier nämlich an. Yep, sure do. I'm a third generation bondsman. Got a few employees, but I handle most every aspect of the business. Okay. Ich sehe hier aber keine Angestellten, Arthur. I gotta have a few other bondsmen to keep the place open 24 hours. Plus a bounty hunter. I pull the graveyard shift, because that's when all the crazy shit happens in Santa Monica. Da hast du wohl recht, Digga. Hört sich nicht so an, als wäre Santa Monica ein guter Ort, um sich niederzulassen, oder Kopfgeldjäger, dass er mal kein wenn das mal kein interessanter Job ist. Ich mach das well, erst so. My business ain't bad, I can tell you that much. Santa Monica's gone downhill. Used to be pretty nice, I guess. We do a higher volume now than we did a few years ago, but we gotta deal with a lot more bail jumpers and crap like that. Hört sich an, als hätte Santa Monica schon bessere Tage gesehen. Hell yeah, I ain't complaining. I'm in a good position to watch it all just slide right down the tubes, you know what I mean? Ja, für dich ist das natürlich nice. Sie haben sicher mit vielen Kautionspalern zu tun, nehme ich an. Of course, goes with the business. Then you sick the bounty hunter on him. Das muss interessant sein. You betcha. I used to do some bounty hunting back in the day. Takes a good solid set of brass balls. Pardon the expression, Missy, but it takes balls to be a good bounty hunter. Nun glaube ich dir schon. Ist der Kopfgeldjäger denn überhaupt zu gebrauchen? Yep, damn good. His name's Carson and he's great at what he does when he wants to do it. I can't seem to find him now though. He's pissing me off, to be honest. I need him to go find someone. Okay, haben Sie keinen... Warte mal, vielleicht brauchen Sie den Kopfgeldjäger, den Sie vor Carson hatten. Haben Sie denn keinen anderen Kopfgeldjäger? Ich frage das Well, I don't feel right cutting Carson loose just yet. We go way back. I knew his father, too. Tell you what, since I'm stuck here, why don't you go look for him? Just real quick. I'll pay you for your time. Nice, mache ich. Natürlich, was soll ich für Sie tun? Great, great. I suppose the first place you should look is his apartment in Santa Monica Suites. Apartment 1, I think it is. Maybe you'll find something there to let you know where he's got himself to. Here's a key card, that'll let you in. Okay. Kann ich Ihnen noch sure, was Fragen honey, stellen? What is it? Ich muss ein bisschen was über die Stadt wissen. Was wissen Sie über das Asylum? Oh, you mean that club? We get drunk and disorderlies and drug bust out of there sometimes. Some fights. The owners run it pretty tight, though. Und wer sind die Besitzer? You know, I'm not even sure. Couple of ladies, sisters, I think. You don't see them around here too much. Interessant. Darf ich Ihnen noch was fragen? What place you want to know about? Was ist mit der Galerie Noir? Ah, yeah, I know the place. Funny thing is, that spot used to hold a stinky old pet store. Was? Now it's some hoity-toity art gallery with wine and cheese and whatnot. Okay, krass. Welche Ironie. Da würde ich Sie gerne noch wegen eines anderen what Orts befragen. What place you want to know about? Ich habe noch eine andere Frage. Sure, honey, what is it? Okay, ich muss mich eigentlich wieder auf den Weg machen. You love the talking baby movie and the talking pig and even the talking car in that show. You know the one I'm talking about. But now prepare for the most hilarious talkingest normally mute object yet. He's Steve Cash, a New York banker and recent whittler down on his luck. And 10 makes 100. Okay, können wir Here's nicht. Your money, ma'am. Ma'am, I happen to have a glandular problem. That's it. I'm withdrawing all my millions from this bank. Das ist bestimmt alles drei, ne? She's an ATM machine with the soul of his dead wife. Das ist alles drei. Something familiar about this ATM machine. I love you. Obwohl, warte mal, aber es F? Oh, das kann man so. Together, they're learning to make the most of their special situation. So that girl from accounting. Sie umgestellt am 9.99. Okay, das sind wahrscheinlich viele. Ich lasse das mal sein. Oh, honey, if you don't stop, I'm gonna have to make a deposit.
Achso, das sind jetzt wieder die gleichen, die wir vorhin gehört haben. Blut bedeutet kein Skin an alles. Es ist der Angelpunkt ihrer Existenz und der Sitz ihrer Macht. Die Nahrung der sterblichen Luftliebe, all das bedeutet einem Vampir nichts. Blut ist. Ja, wahrscheinlich irgendwie das Wichtigste. So. Hurry on your way to the apocalypse! Always room for heathens in the cold and oily pits of the damned! Ja, ich will jetzt nicht irgendwo einbrechen. Für kurze Zeit und unter Einsatz, bla. Guck mal, seine körperlichen Eigenschaften zu verbessern. Gelingt es Ihnen nicht, ein Schloss zu knacken, setzen Sie Blut immer. Gelingt es Ihnen nicht, ein Schloss zu knacken, setzen Sie.